du nur so einen Blödsinn angestellt? Keine Sorge. Dein Schutzengel kriegt das schon wieder hin. Hi, mein Schatz. Ich brauche Geld. Oh, hallo, Daddy. Wie geht's dir? Hast du dich um mich gesorgt? Hör zu. Ich möchte keine Spielchen spielen. Ich brauche $10,000. Sollst du haben. Wirklich? Klar. Wenn du nach Hause kommst. Ach, Dad, ich werde nicht nach Hause kommen. Aber du hast kein Problem, mein Geld zu verbrennen. Es ist für einen Freund. Katie, wann siehst du endlich ein, dass diese Typen es nur auf dein Geld abgesehen haben? Die haben es doch nur auf dein Geld abgesehen. Ist doch gar nicht wahr. Die wissen gar nichts von meinem Geld. Die haben doch keine Ahnung, dass ich eine Kittridge bin. Denen ist egal, wer ich bin, ob ich Geld habe oder nicht. Aber ich habe nicht erwartet, dass du das verstehst. Katie!